Nach dem Prinzip von Cavalieri haben zwei Körper dann identische Volumina, wenn die Schnittflächen parallel zur Grundfläche gleich sind. Mit diesem Prinzip können wir das Volumen einer Kugel berechnen. Wir brauchen dazu einen Vergleichskörper, der dem Prinzip von Cavalieri genügt, der uns also Schnittflächen liefern, die genauso groß sind wie die Schnittflächen der Kugel. Aus Gründen der Übersicht beschränken wir uns zunächst auf die Betrachtung einer Halbkugel. Der Vergleichskörper zu einer Halbkugel ist ein Hohlzylinder. Der Zylinder hat einen Radius und eine Höhe, die dem Radius der Kugel R entspricht. Das ausgehöhlte Volumen entspricht einem Kegel mit dem Radius R und der Höhe R, der auf der Spitze steht. Hier haben wir den Kugel und den Vergleichskörper nochmal in der Seitenansicht und in der Draufsicht. Wir betrachten eine Schnittfläche in der Kugel in der Höhe H. Diese Schnittfläche entspricht einem Kreis mit dem Radius S. Zwischen S, H und R besteht der Pythagoras. Die Fläche der Schnittfläche ist Pi S² oder Pi R² minus H². Die Schnittfläche in unserem Vergleichskörper ist ein Kreisring. Dessen Fläche ist Pi R² minus Pi H². Die Schnittflächen in unserer Kugel sind Kreise, die Schnittflächen in unserem Vergleichskörper sind Kreisringe. Die beiden gelben Flächen sind gleich groß. Wir berechnen das Volumen des Vergleichskörpers. Das Volumen des Gesamtzylinders ist Pi R hoch 3. Das Volumen des ausgeschnittenen Kegels ist ein Drittel Pi R hoch 3. Das Volumen des Vergleichskörpers ist also Pi R hoch 3 minus ein Drittel Pi R hoch 3, 2 Drittel Pi R hoch 3. Nach dem Prinzip von Cavalieri ist dies auch das Volumen der Halbkugel. Eine gesamte Kugel hat dann das Volumen 4 Drittel Pi R hoch 3. Wir wollen die Oberfläche einer Kugel berechnen. Das Volumen einer Kugelschale ist 4 Drittel Pi R2 hoch 3 minus R1 hoch 3. Wenn wir ein Maß für die Kreisoberfläche haben wollen, müssen wir dieses Volumen durch die Höhe der Kugelschale dividieren. Die Höhe der Kugelschale ist R2 minus R1. Wir können durch R2 minus R1 dividieren und erhalten diesen Ausdruck. Für den Grenzfall, dass die Kugelschale unendlich dünn wird, ist R1 gleich R2 und wir erhalten F gleich 4 Pi R² für die Oberfläche einer Kugel. Der Durchmesser der Erde beträgt etwa 12.756 km, der Durchmesser des Mondes etwa 3.476 km. Wie verhalten sich die Volumina von Erde und Mond? Volumen einer Kugel ist 4 Drittel Pi R hoch 3. Entsprechend verhalten sich die Volumina sowie die dritten Potenzen der Radien. Radienverhältnis ist etwa 3,7. Zur dritten Potenz ergibt sich 49,4 als Volumenverhältnis.